In diesem Video geht es um eine Gruppe von Pflanzen, die Gifte, Gewürze und Gemüse liefern. Wir werden gleich sehen, was die miteinander zu tun haben können. Wenn wir mal so in den Kräutergarten oder in die Küche gehen, dann begegnen uns ganz bekannte Namen wie die Petersilie, der Oregano, der Lavendel als Duftpflanze, der Dill natürlich, Rosmarin, da sind wir in der italienischen Küche, der Kümmel eher im Sauerkraut, Basilikum, Fenchel sowohl als Fencheltee, das sind die Früchte, oder auch als Fenchelgemüse, der Majoran, Sellerie, Thymian ist auch was für die Pizza, die Möhre ist natürlich bekannt, der Salbei sowohl für die Bonbons als auch für den Tee, Pastinak mag nicht jeder, kann man aber auch essen, Bohnenkraut und Koriander und so weiter und so weiter. Eine ganze Reihe von Pflanzen, und wenn man sich das als Botaniker näher anguckt, ist man vielleicht erstaunt, dass das im Wesentlichen zwei Pflanzenfamilien sind, die uns den ganzen Gewürzschrank liefern. Auf der einen Seite haben wir die Lippenblütler, die liefern die ganzen italienischen Pizzagewürze und noch einiges drauf, und die interessieren uns heute nicht. Das wäre Thema für ein eigenes Video. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe von Pflanzen, die ebenfalls zu einer Familie gehören, nämlich zu den Doldenblütlern. Zu denen gehört noch mehr, nicht alles ist in der Küche verwendbar. Da haben wir zum Beispiel die Hundspetersilie. Trotz ihres sympathischen Namens ist die ziemlich giftig, benannt danach, dass sie ziemlich genauso aussieht wie Petersilie, wächst wild. Und wenn man draußen in freier Wildbahn versucht ist, so ein bisschen Gemüse zu essen, es ist ja vieles essbar, was draußen wächst, dann sollte man sich davor hüten, einfach so an Doldenblütlern zu knabbern. Denn neben den ganzen Gewürz- und Gemüsepflanzen gibt es dort ein paar ausnehmend giftige, zum Beispiel die Hundspetersilie. Der Schierling ist bekannt für seine Giftigkeit, auch ein Doldenblütler. Damit ist Sokrates hingerichtet worden. Kampfer als Arzneipflanze ist bekannt. Und ganz unangenehm, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, der Riesenbärenklau. Schauen wir mal, was die gemeinsamen Merkmale sind. Das ist zunächst die sogenannte Dolde. Eine Dolde ist ein Blütenstand, bei dem vom Stängel aus lauter Strahlen zu den einzelnen Blüten ausgehen, die alle von einem einzigen Punkt ausgehen. Dabei entsteht so ein ganzer Teller aus Blüten oben. Meistens ist es sogar so, dass an jedem Ende eines Doldenstrahls noch eine zweite kleine Dolde, ein Döldchen sitzt, das vervielfacht die Zahl der Blüten, und dann haben wir tatsächlich eine Doppeldolde mit ganz, ganz vielen meist weißen Blüten. So schaut das dann aus. Das wird nun jedem bekannt vorkommen, weil man derartige Pflanzen mit solchen weißen Blütentellern ganz, ganz viele in der freien Wildbahn sieht. Das sind auch tatsächlich fast immer Doldenblütler. Das Schwierige wird dann nur sein, die einzelnen Doldenblütler, die untereinander sehr ähnlich sind, auseinanderzuhalten. So schaut es dann von oben aus, der weiße Blütenteller. Wenn wir im Sommer über eine Wiese laufen, begegnen uns sehr viele verschiedene Arten. Die allermeisten Doldenblütler sind weiß, es gibt ein paar, die sind gelb, und das war es dann auch schon. Also an der Farbe unterscheiden kann man sie nicht. Achtung, nicht alles, was einen weißen Blütenteller hat, ist auch ein Doldenblütler. Die Schafgarbe zum Beispiel, schaut ja auch von oben ziemlich ähnlich aus, hat einen ganz anderen Blütenstand. Hier verzweigen sich die einzelnen Blütenstiele und Stängel ganz wild durcheinander. Da muss man dann den Blütenstand von unten anschauen, um das zu sehen. Einen weißen Blütenteller gibt es trotzdem. Es ist also ziemlich einfach, die Familie der Doldenblütler zu erkennen. Schwierig wird es dann, wenn wir die einzelnen Arten unterscheiden wollen. Die sind nämlich verwirrend ähnlich. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Da haben wir hier zunächst mal den Wiesenkerbel. Dem Namen nach vielleicht nicht bekannt, aber an jedem zweiten Feldreihen findet man dieses Gewächs und schaut auf den ersten Blick genauso aus wie alles andere auch. Wie zum Beispiel der hier, der hat zumindest noch ein bisschen breitere Blätter, der Giersch, den kann man sogar essen. Früher war das eine Gemüsepflanze, heute ist es eigentlich nur noch ein lästiges Unkraut, weil er unterirdisch enorm weiterwurzelt und immer wieder neu austreibt.
Dann der Fenchel, der wilde Fenchel im Mittelmeerraum, auch ganz, ganz häufig zu sehen. Das wäre mal ein Beispiel für einen gelbblühenden Doldenblütler. Genauso wie dieses Gewächs, das ist der Liebstöckel. Ebenfalls so weißlich-gelblich blüht die Petersilie, da haben wir sie nun. Oder dieses Gewächs, was man auch mehr aus dem Gewürzschrank als Pflanze kennt, das ist der Kümmel. Das sind nur sechs Beispiele von 3.500 Arten, die weltweit vorkommen. Und wie gesagt, sehr leicht zu unterscheiden sind sie nicht. In der Vielzahl der sehr, sehr ähnlichen Doldenblüter sollte man zwei kennen. Die eine, weil sie nicht ungefährlich ist. Das ist der Riesenbärenklau oder auch die Herkulesstaude. Dieses unangenehme Gewächs gehört eigentlich gar nicht nach Deutschland, ist aus Asien eingewandert im Laufe der letzten Jahre und breitet sich massenweise aus. Das liegt unter anderem daran, dass die gewaltigen Blütenteller, die oben locker 50, 60 Zentimeter Durchmesser haben, unglaublich viele Früchte bilden. Das heißt, die Pflanze vermehrt sich sehr stark. Und zum Zweiten mag man sie auch gar nicht anfassen und ausreißen. Das sollte man auch nicht tun, denn die ziemlich widerborstige Pflanze ist deutlich schlimmer als Brennnessel. Wenn man da hinlangt, da kann es passieren, dass man wochenlang unter Umständen noch länger gerötete, juckende, blasige Haut hat. Also wenn man diese Pflanze sieht, auf jeden Fall Finger weg. Ein wichtiges Merkmal ist die unglaubliche Größe, die kann also mannshoch werden, die riesengroßen Blätter und überhaupt die ganz gewaltigen Dimensionen dieser Pflanze. Das zweite Gewächs, was man unbedingt kennen sollte, und zwar einfach deswegen, weil es die einzige Apiaceae ist, der einzige Doldenblütler ist, den man wirklich gut erkennen kann, das ist dieses hier. Der hat nämlich ein paar Merkmale, die ansonsten bei den Doldenblütlern nicht zu finden ist. Zudem ist es bei uns ein sehr häufiges Gewächs, es lohnt sich also, ihn zu kennen. Unterhalb der Dolde, der Doldenstrahlen, haben wir diese Hüllblätter. Hüllblätter gibt es immer wieder, aber bei dieser Pflanze sind sie gefiedert. Erstes wichtiges Merkmal, die gefiederten Hüllblätter. Zweites Merkmal, wenn die Pflanze noch jung ist, die Blüten noch nicht aufgegangen, dann ist der Blütenstand so nestförmig zusammengezogen. Der breitet sich erst später aus. Und wenn da die Früchte reif sind, zieht sich der Fruchtstand ebenfalls genauso nestförmig wieder zusammen. Auch das ein Charakteristikum, was sich nur bei dieser Pflanze findet. Ein drittes, vielleicht das deutlichste Merkmal überhaupt, das ist die schwarze Zentralblüte. Manchmal sind es sogar mehr als eine Blüte, manchmal ist sie auch nicht ganz schwarz, sondern tief dunkelrot, aber dass auf dem weißen Blütenteller ganz im Zentrum ein paar oder einzelne sehr, sehr dunkle Blüten zu finden sind, das ist exotisch, das gibt es nur bei dieser Pflanze. Ich habe noch nicht verraten, worum es sich handelt. Und das letzte Merkmal, das führt einen auf die Spur, um welches Gewächs es überhaupt geht, das schauen wir uns erstmal in freier Natur an. Unsere Pflanze ist ziemlich anspruchslos. Wir finden sie an sonnigen, extrem trockenen Standorten, an Feldrändern, sandigen Feldrändern oder auch an diesem Straßenrand. Und da haben wir sie auch schon. Wir sehen in der Mitte die bereits erwähnte schwarze Zentralblüte. Sie ist nicht immer da, aber meistens. Unterhalb des Blütentellers finden wir die gefiederten Hüllblätter. Und die jungen Blütenstände zeigen die ganz charakteristische Nestform. Die Blätter sind, wie bei fast allen Doldenblütlern, mehr oder weniger stark gefiedert, in diesem Fall ziemlich fein zerteilt sogar. Um das letzte nun noch fehlende Merkmal zu erleben, müssen wir eine Pflanze aus der Erde reißen, die Wurzel ein bisschen anreiben und dann daran riechen. Und wir stellen fest, noch stärker als die heutige Kulturform riecht diese Wurzel nach Mohrrübe. Es handelt sich tatsächlich um die wilde Möhre, die Urform unserer Kulturmohrrübe. Ja, ich höre schon die Frage, ob man diese Wurzel auch essen kann. Sie ist leider restlos holzig trotz des angenehmen Dufts.
So, und wer beim nächsten Spaziergang die wilde Möhre sieht, der sollte es sich doch nicht nehmen lassen, einmal ein Exemplar rauszureißen, unten an der Wurzel zu reiben und dran zu riechen und sich vorzustellen, dass aus diesem Gewächs durch lange, lange Zucht irgendwann einmal unsere große Mohrrübe geworden ist.